MCPD ist immer wieder wegen Karzinogenität in den Schlagzeilen. Mit der MCPD Workstation von Axel Semrau können Sie MCPD und Glycidol vollautomatisch bestimmen. Axel Semrau hat die etablierte DGF-Methode automatisiert und für die Routineanalytik optimiert. DGF Fast and Clean empfiehlt Axel Semrau als leistungsstärkste Methode. Aber auch andere gängige Methoden sind automatisierbar. Schauen wir uns den Workflow der DGF Fast and Clean an. Manuelle Schritte sind lediglich das Einwiegen und das Einsetzen der Probe und das Einsetzen von Natriumsulfat. Dank der Dual-Head-Technologie ist ein paralleles und zeitersparendes Arbeiten möglich. Von dem zweiten Arm wird Lösemittel und interner Standard aufgezogen und zur Probe gegeben. Zur Bestimmung des Glycidolgehaltes werden zwei parallele Umesterungsansätze in der Probenvorbereitung benötigt. Durch die unterschiedlichen Reaktionen lassen sich mittels Differenzbildung MCPD und Glycidolgehalt bestimmen. Die Softwareplattform Kronos sorgt dafür, dass alle Arbeitsschritte zeitlich optimiert werden. Bis zu 36 Proben können in 24 Stunden analysiert werden. Das Ergebnis einer Probe liegt mit DGF Fast and Clean nach 45 Minuten vor. Und dies bei exzellenter Reproduzierbarkeit. Spülschritte sorgen zudem für Verschleppungsfreiheit. Der Detektor wird durch saubere Proben entlastet. Direkte Kopplung mit GC-TQMS ermöglicht geringe Nachweisgrenzen. Auch kleinere Mengen wie 0,05 Milligramm pro Kilogramm 3-MCPD können sauber detektiert werden. Dank des PAL-Systems können Module leicht ausgetauscht werden, sodass auch mit anderen Methoden wie der SGS 3-in-1, Unilever oder 2-Gamma-Methode gearbeitet werden kann. Die MCPD Workstation von Axel Semrau zeichnet sich durch eine exzellente Anwendbarkeit in der Routineanalytik aus.